autonomes Fahren sicher in den Straßenverkehr zu bringen, das ist die Aufgabe von DEKRA, auch hier auf dem Lausitzring. Und ich möchte von unserem Experten Christoph wissen, warum? Ja, selbstfahrende Fahrzeuge müssen sich zu jeder Zeit im Verkehr zurechtfinden können. Dieses systematisch und reproduzierbar zu testen, das ist unsere Aufgabe. Dafür müssen wir bis zu 12 Fahrzeuge koordinieren, um ein Fahrzeug zu testen. Das, um die Funktionen auf Herz und Nieren prüfen zu können. Wer gehört zu euren Auftraggebern? Ja, vom Automobilhersteller über den Sensorikhersteller wie Kamera, LiDAR, Radare, was man sich darunter vorstellen kann. Und zusätzlich noch die Systemhersteller. Wir begleiten die Kunden auf dem Weg der Erprobungen bis hin zu den gesetzeskonformen Tests, um diese in den Verkehr zu bringen. Ja, und ganz spannend ist dieser Schwarmtest. Und das, was wir hinter uns sehen, hat was damit zu tun. Ja, das ist zumindest ein Auszug aus dem Schwarm. Wir haben jetzt 4 Fahrzeuge. Wir wollen in Zukunft bis zu 12 Fahrzeugen. Damit sind wir führend in dem Gebiet weltweit. Wir haben zum Beispiel ein Robotikfahrzeug wie in dem Bus. Wir haben ein ferngesteuertes Fahrzeug, was wir weiter hinten sehen. Wir haben hier vorne einen Sensorträger, der die Funktion implementiert hat. Oder wir haben, wenn es mal kritisch wird, auch überfahrbare Plattformen. Und wir haben unseren Freund den Dummy, um an dem Fußgängerschutz Rechnung zu tragen. Ja, und der Lausitzring selber ist wirklich, glaube ich, die prädestinierte Location, richtig? Absolut. Wir haben hier bis zu 540 Hektar. Wir schaffen es, Situationen von der Straße in das Prüfgelände zu bringen, mit einem hervorragenden Szenarienbau. Wir können Baustellen zum Beispiel genauso wie auf der öffentlichen Straße darstellen. Wir bauen den Ring immer weiter aus, um alle Fahrszenarien darstellen zu können, vom Autobahnbereich über die Landstraße bis hin in die City. Um am Ende die Mobilität der Zukunft mitzugestalten, gerade mit dem Schwerpunkt der Sicherheit. Weitere Informationen zu dem, was wir heute angesprochen haben, gibt es natürlich auch im Internet auf unserer Website www.dekra-lausitzring.de. Weitere interessante Expertentipps finden Sie auf unserem YouTube-Kanal von DEKRA Germany. Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal.